Was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Die Folge steht im Moment bei um die 32 Minuten. Ihr könnt ja mal gucken, wenn die Folge 32 Minuten dauert, dann war ich eine faule Sau. Wenn sie aber kürzer, ungefähr so 30 Minuten dauert, dann habe ich mich richtig angestrengt und habe ein bisschen die Zeit vorgespult. Das werdet ihr wahrscheinlich auch so sehen, wenn es plötzlich macht. Aber egal, es geht mir hier ums Prinzip. Alter, meine Glatze ist so geil. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Holy Gosh Darn und wir haben ein Horn. Und mit einem Horn komme ich da rein. Hey, wow, 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 not so fast. Let's see here. You got horns? Na, eins. You also look really annoyed. It's a little unusual for a demon, but... Eh, whatever, come on in. Thanks. Wieso sehen Dämonen nicht genervt aus? Okay. Hey, do you know where Satan is? Nope. I only sell chips and give out prizes and stuff. Unless you mean a Satan plushie. I've got those. No, I'm good on the plushie front. Thanks anyway. Okay, komm, wir gucken uns gleich die Chipsverkäuferin an. Sie gibt ein Brettspiel, Kaffee und Freunde Preise im Tausch für Chips aus. Das war jetzt nicht so viel. Aha, was gibt's hier Feines? Danielle, at Board Games Coffee and Friends VIP Area. Oh. Extrem Häkeln Meisterschaft. Ist Knitting Häkeln oder Stricken? Eins von beidem. Ich ehrlich zu sein, ich kenne noch nicht mal den Unterschied zwischen Häkeln und Stricken. Er macht aber nichts. So, Black Metal Festival, sehr schön. Hell's Gate, auch nicht schlecht. Movie Night. Ja, okay, so. Also, oh, da ist ein... Welcome to Board Games Coffee and Friends, dear ma'am. What can I get you? Hat hier einen angeklebten Schnurrbart. Today, but if he's here, he's probably chilling in the VIP area with Daniel. The VIP area, huh? Yeah, you can just walk right in. We believe everyone is a VIP. Oh, okay, thanks. Ist das ein Roboter? Zwinkert der? Ist das ein Roboter? Soll das ein Roboter sein? Der hat aber... Er arbeitet als Barista im Brettspiele, Kaffee und Freunde. Sonst gibt's nicht viel zu sagen. What kind of drinks do you serve? We have coffee and, coffee? Ich hätte gerne Kaffee. Alright, that'll be five Thuglife. Gangsterleben? Ich dachte, das wäre ein, ist egal, ich habe nur vier. Here you go. I'm so sorry, dear ma'am, but that's not enough, Thuglife. Never mind. Ja. Ich die auch nochmal an. She doesn't know where Satan is. Ach so. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um, ne? Space Hell Hammer. Alles klar. Wacken Angel. Das hört sich aber recht gut an. Ich don't really have time for games right now. Sagst du, ich habe immer Zeit für Spiele. Nein, Spiele sind voll kindisch und man sollte sich nicht mit Spielen beschäftigen und vor allen Dingen das auch nicht seine gesamte Freizeit nur für Spiele oder Videospiele opfern. Videospiele sind des Teufels. Mach das nicht, die sind scheiße. Lest doch lieber ein gutes Buch. Zum Beispiel die satanische Bibel. Die satanischen Beatles. Von Sander La Ringo. You're just the best, Carl. Oh well. Guess we're waiting for a new player. Ich bin ein neuer Spiel. Machen die da Toilettenangeln? Ich würde die so gern anlabern und mitmachen. Ooh, they're playing piranga. Intense game. Whoever wakes the piranha and gets their face bitten off first loses. Sounds fun. Echt, hey, schon irgendwie. Don't really have time for games right now. Oh. Oh, boo. Ja, aber echt. You'll be here if you change your mind. Okay. Eigentlich will ich bei dem Klo spielen damit. Well, well, well. Was ist das? Look what the dogs dragged in, honey. Uh-huh. What are you doing here, Cassiel? Oh, hey! Even Adam, I'm Union. I was just on my way to the VIP okay. area. Where are you now?
didn't know they let stupid, stinking angels in here. Shh! What the hell, Eve? Look, see the horns? I'm a demon. Cool! Adam, please. You think those flimsy horns fool us? We should just tell everyone what you are. No, come on, don't do that. Listen, I'm trying to save heaven. Just let me pass. Oh, let me guess. Doing some Lord's work? Yeah. You angels and your Lord's work. Like when you took us to that crappy planet. We ended up in the food chain, Angel. Shh, will you keep it down? I wasn't the one who tried to sit on God's throne and kill us all. We would have been fine. He made us in his image. The throne wouldn't have known the difference. I am not discussing this with you right now. Just tell me what I can do for you to leave me alone and let me pass. Easy. Take us back to heaven. We have a right to that throne, especially now that God is gone. That is not happening. Ask for something else. Be reasonable for once. Dog? No, we only have like 7 dogs. Fine. There is something else we really, really want. Something that will make us at least feel like God, even if we're stuck in this stupid place. We want a new phone. We've had this one for months. A phone is the next best thing? All right, whatever, fine. Done. I'll get you a phone. Not just any old phone. The new one with the apple on it. The girl at the counter is selling one for 100 chips. Oh my god, she is obsessed with fruit. I don't get it. Dog! That's nice, honey. Better do as they say, Cass. Those two mean trouble. Let me see how many chips I can get my hands on. Okay, das heißt jetzt, ich muss also zocken. Ja, natürlich muss ich zuallererst mal die Zeit zurückspulen, weil gleich nämlich die Erde putt geht. Ich wäre ja... Ja, komm, wir spulen die Zeit zurück, bevor ich jetzt hier noch lange rumriemel. Wie weit spulen wir sie denn zurück? Guck mal, hier war ich schon in der Hölle. Ich glaube, hier ungefähr, oder? 14:30 Uhr. So. Ich habe vergessen, die Hörner reinzumachen. Okay, pass auf. Dann können wir auch gleich weiter zurückgehen. Ungefähr hierhin. Dann können wir auch gleich weiter zurückgehen. Ungefähr hierhin. So, den nochmal anlabern. Hey, hallo. Hey, Gabe, remember me? I'm Cassiel and you owe me money. What are you doing here, Cassiel? Did they send you to take me back to heaven? Wait. Did you say I owe you money? Yes, wie war das you wieder? Meaning of life. I ja, genau. Really need it back. Ja, den Sinn des Lebens und nicht Attacks Life. Also, so, here you go, stimmt. Castle. Den müssen wir ausreden lassen. Nice to see you. Moment. Ach so, Moment. Jetzt verstehe ich das. Ein Sinn des Lebens ist gleich 5 Gangsterleben. Vor allen Dingen finde ich schön, dass auf diesem Meaning of Life, dass da ein Spammer drauf ist. Ein Spermium. Ich habe es gesagt. Ich nehme Worte in den Mund, die würden andere noch nicht mal aus der Eichel schießen. Oder so irgendwie heißt das doch. Wo finde ich denn den Automaten jetzt? Jetzt habe ich ihn verpasst. Moment. Ja. Da hinten war der, glaube ich, oder? Ja. Der labert mich wieder dumm zu. Wo ist denn der Automat? Hä? Ist der Automat nicht mehr da? Der Würstelstand da hinten. Kann man mit dem auch irgendwas machen? Hey, echt jetzt? Wo ist der Automat? Ah. Oh, ich kann hier noch weitergehen. Ja. Komm, jetzt hier nehmen wir halt mal da diese kleinen Hörnchen. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Okay. Einmal Sinn des Lebens. Und ich kriege 4 Thugs Life raus. So, also ich muss das auch noch anziehen jetzt. Ja.
Achso, Gegenstand Zeit verzehren. Das ist erstens schon mal eine gute Idee und zweites Mal könnte man das jetzt auch anziehen. So, guck. Jetzt gucke ich wirklich genervt. So, lass mich gleich da reingehen. So, jetzt hat aber... Ich habe schon wieder so viel Zeit verplempert hier. Also. Hallo. Hallo, ich komme von hinten. Hey, 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 whoa, whoa, whoa. Oh. Lass mich rein. Just let me in. Gut so. Hey there, a bunch of chips, please. All right. That'll be the appropriate amount of whatever currency you're carrying. Ich habe überhaupt kein Geld. Thanks. Here are your chips and please come again. I'd like to look at some prizes. Cool, cool. Na, Nasentrimmer? Ein Satan-Plushie? Da ist das Handy. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das ein Phone ist? Und das hier ein Megaphone? Weil es ja mega viel größer ist. Und laut... Da ist ein Ältester? I'll take the elder. Sorry, but you don't have enough chips. Okay. Alles klar. So, jetzt erstmal hier. Pass auf. Hey, I'll try this game. Oh, cool. All right. Don't worry about the chips. I'll pay. Yeah, okay, that's good. Let's go. Ich hab einen getroffen. And that's it. I win. Thanks for the game. You were pretty good. Ich muss das alles nachlesen. Es tut mir leid. So, Eva und Adam. Eva und Adam sind die ersten Menschen, die je erschaffen wurden. Was ist mit Lilith? Okay, als Eva vom Himmel verbannt wurde, als sie versucht hat, uns alle umzubringen, nachdem sie Obst gegessen hat, hatte ich den Auftrag, sie und Adam zur Erde zu fliegen. Jetzt töten ihre Nachfahren alles auf der Erde. Ich schätze, die Wege des Herrn sind wirklich unergründlich. Eva glaubt, sie kann auf dem Thron Gottes sitzen, ohne dass irgendjemand explodierte, weil sie nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Was technisch gesehen auch stimmt, aber ich glaube davon auszugehen, dass Gott daran gedacht hat, als er nur er darf auf dem Thron sitzen, gesagt hat. Ist viel zu hoch gegriffen, so. Moment. Runterscrollen. Notizen. Eva lässt mich nicht in den VIP-Bereich, weil sie sauer auf mich ist. Sie will ein bestimmtes Handy von dem Mädchen, das Preise am Eingang zum Brettspiele-Café in Freund vergibt. So. Süßer Kätzchendämon. Ein kleiner süßer Katzendämon, der Florpel Game Master im Brettspiele-Café in Freunde ist. Das ist sehr schön. Das hatten wir schon da. Wir verkaufen hier Kaffee. Ah, stimmt, die verkaufen hier Kaffee. Interessant zu wissen. Und der VIP-Bereich. Ich glaube, viel mehr haben wir gerade nicht. Ich mach das nochmal. Kann ich nochmal spielen? Ja, ich habe erstmal. Ich brauche erst. Also, das ist ja aber gemein, ne? Oh, das kenne ich. Ich hatte auch mal so Kollegen, die. Also, Freunde, die gesagt haben: Ja, komm, wir bringen Risiko mit. Also, das Spiel. Und wir zeigen euch, wie es geht. Indem ihr gegen uns spielt, oder ich oder wir, keine Ahnung, kann man das zu viert spielen? Egal. Indem ihr gegen uns spielt, nach Regeln, die nicht den normalen Regeln entsprechen, die nur sie kennen oder die Familie von der einen, also es war ein Freundespärchen, kennt. Und wir erklären es euch, indem wir euch komplett vernichten. So, also sprich, ein komplett neues Spiel, du hast keine Ahnung und anstatt, dass sie dir die Regeln erklären, ballern sie dich einfach weg. Und dann so, ja, hat doch Spaß gemacht. So, und da ich irgendwie recht schnell, Moment, schon keinen Bock mehr auf die Sache hatte, habe ich geguckt, dass ich verliere. Also, dass ich irgendwas vollkommen Blödes mache, meine Truppen irgendwie quasi Opfer oder was weiß ich, wie das war. Und habe mich dann stattdessen hingesetzt, weil ich hatte halt wirklich... Nicht, dass ich keinen Bock auf das Spiel hatte, aber ich hatte keinen Bock, mit denen zu spielen, wenn das ihre Art ist, von einem Spiel zu erklären. Erstmal so grundsätzlich erklären. Nein, 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 mach das so hin, so, bam, jetzt ist es schon mal weg. Ja, okay, gut. Das ist quasi Lernen durch Ertrinken oder sowas. Jedenfalls habe ich mich dann hingesetzt. Und da war so ein kleines Büchlein dabei, so eine Erklärung, Spielerklärung, und hab das durchgelesen. Und dann irgendwie so, Moment, da war irgendwas, war da, keine Ahnung, wenn man ein Land erobert oder was weiß ich was, und dann kriegt man alle Truppen, die in dem Land drin sind oder so irgendwie. Ich weiß es nicht mehr genau, aber
Es hat nicht gestimmt. Also, nee, das, jetzt kommt wieder irgendjemand und schreibt in die Kommentare, nö, nö, das ist schon richtig. Es war irgendetwas, wo sie gesagt hat, nehmen wir mal an, es wäre, dass sie gesagt hat, wenn du ein Land eroberst, kriegst du alle Truppen, alle feindlichen Truppen, die da drin sind, die sind dann alle dir. Und in dem eigentliche, die eigentlichen Regeln waren aber so, dass nur 50% oder sowas der Truppen, die da drin sind, dir gehören, die anderen fallen weg. Und ja, sie hat das aber so gespielt. Und wenn du das machst, dann kriegst du das. Und da kriegst du dann noch einen Zug. Und da kriegst du dann das. Stellt sich raus, das sind die Regeln, nachdem sie mit ihren Eltern gespielt hat. In ihrer Kindheit. In ihrer kleinen Kindheit. Das sind so richtige Kinder-Pupsi-Regeln gewesen. Und ja, also du spielst ein Spiel, wo du die Regeln nicht kennst, wo du sie nicht kennen kannst, weil sie selbst ausgedacht sind. Und es sind Regeln, dass der, der sie kennt, einen riesen Vorteil hat. Und der, der sie nicht kennt, einen riesen Nachteil hat. Das ist generell so, aber hier nochmal mehr. Also, es war komplett kacke. War eine gute Idee, mich selbst zu opfern. Und stattdessen bin ich hochgegangen und habe ordentlich geschissen oder so. Und dachte mir, yeah, wenigstens mal irgendetwas erlebt an diesem Tag. Oder so. So. And that's floorball. Proanina wins. Your reward is 100 chips. All right. Oh man, this game sucks. Whatever, I have to work on my stupid commission anyway. See you guys later. Oh no, Carl, don't go. How are we supposed to play floorball with only 3 people? Oh, Carl, we're gonna miss you. Hey y'all, what are you doing? We're playing floorball. The buy-in is 25 chips with 100 chips in the pot. You in? Moment. Ja. Sure, ich I'll join. Keine Ahnung, ob die Zeit dafür reicht, aber... Ach so. Get some chips and we'll save a seat for you. Well, well, well. It's Look what the... Actually, never mind. Never approach us again, Cassiel. Laber nicht, ich will nicht zu euch, ich will an die Automaten, ihr Deppen. Okay, ich muss hier in Wacken Angel gewinnen. Zeit zurückdrehen, pass auf. Das sieht doch gut aus. So. Ich will wenigstens mal ein bisschen gewinnen. Ich könnte die Zeit noch viel mehr zurückdrehen, ich habe Hörner. Hey, hey, hey. I'm a demon. Ja, lass mich rein, du Affenzipfel. So. Also jetzt pass auf. Ich kann ja da direkt hingehen. Let's play. Oh, cool. All right. Don't worry about the chips. I'll pay. Okay, let's go. And that's it. I win. Okay, ich werde vielleicht, aber nur vielleicht, in der Zeit zurückreisen, ein bisschen, komm, eigentlich reicht das, wenn ich jetzt hier, nicht zu weit. Ich werde jetzt in der Zeit zurückreisen und dieses Spiel nochmal spielen. Gib mir nicht ab. So. Und dieses Spiel nochmal spielen und vielleicht, aber nur vielleicht, ihr werdet das, aber da darf keiner hingucken. I'm a demon. Vielleicht werde ich eine Maus benutzen. Ih, eklig. Einfach nicht hingucken. Ich weiß, das ist jetzt... Sperrt eure Kinder weg, haltet ihnen die Augen und Ohren zu. Ihr Leute, ich werde jetzt eine Maus benutzen. Ja, eklig. Oh, cool. All right. Wie geht das? Was macht denn die Maus da? Oh, das ist eine dumme Idee. Ich habe überhaupt... Vielleicht werde ich keine Maus benutzen, weil es nicht geht. Das ist doch scheiße. Wieso kann ich hier keine Maus... Moment. Moment. Falsch. Kann ich jetzt eine Maus benutzen? Man spielt das Spiel nicht mit Maus und Tastatur, sondern nur mit Tastatur? Oh. Ja, okay, dann brauche ich auch keine Maus. Hey, hey, hey. Whoa, whoa, whoa. So. Ja, laber nicht. Ich habe keine Zeit. So. Ja, wir werden das noch hinkriegen. Notfalls wird wieder ein bisschen vorgespult. So. Let's play. Oh, cool. All right. Don't worry about the chips. I'll pay. Okay, let's okay. go. Oh
Bank. Beat me. Das war nicht Spike, das war sogar. Okay. You have to play against my boyfriend. No, wait. I don't know if I have time for. Belith. Belith, come here. You have to play this gal. She just beat me. Oh yeah. She must be pretty good then. Let's see what you've got, friend. Alter. Oh komm, 9 zu 10. I took care of it, see? Thanks for playing, friend. I felt a little angry when she beat me. It's okay, honey. It's das war knapp. Now. So, ich will nochmal spielen. Moment. Er ist der zweite Gegner auf dem Weg, Königin von Haudenengel zu werden. Scheint Andreas Freund zu sein. Wer ist denn Andreas? Ach so, Andrea wahrscheinlich. Wer ist denn Andrea? Haudenengel-Dämon. Ah. Ich kenne ihren Namen nicht, aber sie ist von der erste Gegner auf dem Weg, Königin von Haudenengel zu werden. So. Na, so ein Zufall, dass ich hier dieses hier gemacht habe. Bam. Vielleicht hätten wir das besser nach dem... Ja, das ist ja eine gute Idee. Das, ja, okay. Das kriegen wir hin. Ja, da spulen wir ein bisschen vor, ihr Leute. Das macht Spaß, kriegen wir hin. Oh, man. So. Just get on with it. Alter. Locker. Holy, you weren't kidding. She must be almost as good as Latex 8. No, nobody is as good as Latex 8. But darn, she should try playing against Gamora. Remember when she almost won against Latex 8? No, I actually have to. Yeah. No, you're playing Gamora. What's this I hear about somebody beating Belith? Yeah. This is her. She's really good. Oh, we'll see about that. Zehn, 6 zu 12. Not bad for a beginner. Ja, im Moment. Es geht vielleicht doch besser, wenn ich mit Steuerkreuz spiele. Ach komm, 11 zu 12. Ja, okay, mit Steuerkreuz geht deutlich besser als mit Analogstick. Kurze, komm. Kurze Erklärung, wie es funktioniert. Standardmäßig ist in der Mitte der Cursor, sag ich mal. Und du musst dann, wenn es links ist, nach links gedrückt halten und A, wenn es links aufleuchtet, sowas. Ich habe halt Probleme mit den Ecken oben. Oben rechts, unten links oder sowas, wie man gesehen hat. Deshalb ist Steuerkreuz besser, weil... Genauer, weil digital statt analog. Das ist der Witz an dem Steuerkreuz. Okay. So will dann zu dem Thema. Noch schlechter als vorhin. Kriegen wir hin. Ja. Oh, wieso fliege ich denn da in die Luft? Guck mal, da bin ich so erregt hier. Ja, kriegen wir hin. Laber nicht. Es sind immer dieselben Dinger, habe ich festgestellt. Also sie fängt immer unten links an, irgendwann kommt in die Mitte zweimal und da ist das schon. Latex 8. Hoppala, sorry. Ich wollte diesen Knopf hier drücken. This is bull feces. I want a rematch. Can I leave? No. It is time to notify the 8. What's going on? Ey, das ist eine Älteste. This is her, Your Majesty. Wieso hat die? The gal who destroyed all of us in Wacken Angel. Finally, a worthy opponent. All right, come on. Unentschieden? Unentschieden? Let's do a rematch. Alter. Okay. Ich muss das noch ein bisschen. Ja. Wir kommen hin. Es wird spannend. Ach Gott, das wird eine doofe Folge, sage ich euch jetzt schon. Okay.
links unten fängt's an und nicht rechts unten, wie ich dachte. Und dann zweimal rechts oben. Das ist schon mal ein guter Start. Gewonnen. Wow. Gleich einen Speicherpunkt machen, so. I am speechless. Erstmal beleidigt. And you suck. Oh, harsh. But you can't argue with the Queen of Whack and Angel. My reality is shattered. And my disappointment, immeasurable. Ach, schön. Das war ein Meme, das hab sogar ich verstanden. So. Your reward is 100 chips. Moment. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Kann im Brettspiele, Café, Freunde, Geschenkladen gekauft werden? Was, der älteste 6? Ach so. Ich spiele den ganzen Tag Haut in Engel? Ach so. Ja, vor allen Dingen hast du gehört, ich habe ein Achievement gekriegt, dass ich einen Ältesten beleidigt habe. So. Ja, habe ich jetzt das Geld? Wo kriege ich denn raus, wie viel Geld ich habe? Hier, Inventar. Ich habe gar kein Geld damit verdient! No, Carl, don't go. How are we supposed to play? Das ging jetzt nur darum. Das ging jetzt wirklich nur darum, den Ältesten da. Oh well. Guess we're waiting for a new player. Well. Hey, Eve. Look, I know you hate me, but what if I gave you a brand new phone? Would that make things cool between us? I'd still hate you. But maybe I'd let you run around here pretending to be a demon. For a while. Okay, great. I don't actually have it on me right now. Be right back. Well, hurry up already. We're impatient. Ja, super. Das hätte ich auch gleich sagen können. So, komm, wir gucken jetzt nochmal. Hey, I'll join some Floorpool. You don't have. Ach so, ja, wir haben immer noch nicht genug Geld. Wo kriegen wir denn Geld her? Ach so. Pass auf. Welcome to Board Game Coffee and Friends, dear ma'am. Ich möchte einen Kaffee. Was kostet ein Kaffee? I'll have a coffee. Alright, that'll be five bucks. Fünf Gangsterleben. Ich habe keine fünf Gangsterleben. Ich habe nur vier. Never mind. So, also folgendes: Chips kaufen. Das Ding ist, ich habe ein bisschen Geld zu Hause. Und zwar in meiner Hosentasche. Ich muss jetzt also ganz zurückgehen. Moment, das planen wir jetzt halt, das tun wir jetzt halt richtig planen. Moment, nicht so. Ich muss jetzt halt ganz zurückgehen und am besten gehe ich zurück und nehme mir mit einen Marker. Damit komme ich nämlich direkt in die Hölle. Das hört sich falsch an, aber okay. Weil die Hörner kann ich mir einfach wieder erlabern. Ich muss nur vor 14 Uhr da sein. So, ja, das hört sich gut an. Okay, so machen wir das. So machen wir das. Ganz zurück auf 12. Und zurückgehen morgen. Das war schnell, hä? Hätte nicht gedacht. Ich bin der König der Überleitungen. Morgen machen wir das. Und zwar, so, jetzt pass auf. Unser Plan sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir gehen, morgen beamen wir uns zurück auf 12 Uhr. Diesmal nehmen wir einen Marker mit, sodass wir die Kaffeemaschine bekritzeln können und direkt in die Hölle reisen können. Dann durchsuche ich einfach meine Hosen. Und da ist ein Geld drin. Und die Tula hier, die sagt ja, Moment, egal was für Geld, ich gebe das jetzt einfach so wieder, egal was für Geld wir ihr geben, sie wechselt es uns. Und wir haben im Moment 4 Gangsterleben. Aha, Währung in der Hölle ist 0,2 Sinn des Lebens wert. Aha, okay, sag ich doch. Also wir haben 4 Gangsterleben. Plus nochmal das, was wir eintauschen, wenn wir Himmelsgeld kriegen. Vielleicht, also es sollte zumindest mal reichen für irgendwo mitzumachen, dass wir mal auf 20 kommen oder so. Keine Ahnung. Bringt nichts hier rumzulabern. Finden wir morgen raus. So, und jetzt gucken wir mal. Also, so kleine Info für euch, Mann. Lieber Mann, glänzt meine Glatze heute. Glatzt meine Glänze heute. Guck mal. Siehst du das? Voll geil, oder? Oh, ich bin frisch geduscht. Yeah, guck dir das an. Das ist...
Ich hab Gnade Gottes. Mal gucken, ob ich jetzt halt fliegen kann. Kann ich jetzt einen Doppelsprung? Nee, kann ich schnell vorwärts rutschen? Ja, so ein bisschen. Ist ja geil. Ja, okay, was ich eigentlich sagen wollte, also Jesus, ne. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Die Folge steht im Moment bei um die 30 Minuten. Ihr könnt ja mal gucken, wenn die Folge 30 Minuten dauert, dann war ich eine faule Sau. Wenn sie aber kürzer, ungefähr so 25 Minuten dauert, dann habe ich mich richtig angestrengt und habe ein bisschen die Zeit vorgespult. Das werdet ihr wahrscheinlich auch so sehen, wenn es plötzlich macht. Aber egal, es geht mir hier ums Prinzip. Alter, meine Glatze ist so geil. Hopp, tschüss, bis morgen.